Das ist schon eine lustige Geschichte, wie Tenz und Chan von Apple War Pictures sich kennengelernt haben. Sie erzählen es zum ersten Mal im Talk jetzt bei Klickzoom. Und genauso lustig ist die Geschichte, was die Kollegen von Tenz so wissen, was er in der Freizeit so treibt. Jetzt im Talk bei Klickzoom. Bis dann, bleibt dran. Wie ist die Lage? Es war ja klar, dass das kommt. Ne? Habt ihr euch gut vorbereitet auf diese Frage? Die Frage, ja, die Lage ist sensationell. Ja. Okay. Einwandfrei. Einwandfrei. So wie es muss. Warum? Weil derzeit alles super läuft. Ja. Ja. Die Abonnenten sind zufrieden, das merkt man daran, dass der Zuwachs ganz gut ist. Ja. Ja, wir haben wieder mehr Zeit. Gott sei Dank. So wie es läuft. Warum habt ihr mehr Zeit? Arbeitstechnisch, ich muss nicht mehr so viel lernen. Er hat ja demnächst sowieso höhere Ziele. Ne? Und ja, jetzt können wir uns wieder ganz auf unseren Channel konzentrieren. Lustig, ich habe gerade noch Urlaub. Okay, genau. Das Video machen, was hat das für eine Stellung in eurem Leben? Ist das der Mittelpunkt, euer Hobby, euer Beruf oder Berufung? Ich weiß ja, dass es nicht euer Beruf ist, aber ist es für euch eigentlich der Beruf? Oder was ist es? Es ist halt das, was wir am liebsten machen, oder? Ja. Das ist halt die Profession. Man aber muss halt sein Geld verdienen, denke ich mal, erstmal irgendwie. Aber das ist halt das, was wir am liebsten machen. Ja. Wie gesagt, am Anfang war das alles nur Hobby. Ja, mittlerweile ist das schon fast Arbeit geworden. Vielleicht wird es ja mal irgendwann Arbeit, man weiß es nicht. Man hofft. Deshalb. Ist das denn eine gute Arbeit, wenn es eine Arbeit wäre? Ja, es ist eine sehr gute Arbeit. Wir haben 4 Kanäle jetzt gerade so im Durchschnitt. Ein Spielekanal, Meerschweinchenkanal, ein Vlogkanal. Und den Hauptkanal mit Filme machen. Und es ist eine gute Mischung. Es macht unheimlich viel Spaß. Also es läuft unglaublich gut. Es ist einfach so das, was wir damals immer gedacht haben, so vor 5, 6 Jahren. Ja, wo wir nie mit gerechnet hätten, dass wir das irgendwann mal in dem Level machen. Ja. Wie habt ihr das denn so durchgehalten, so lang? Einfach immer weitermachen. Ich meine, wie gesagt, wir machen das halt am liebsten. Warum dann damit aufhören irgendwann? Ja. Also es ist zwar... Und das Tolle ist, je mehr Abonnenten man hat, umso mehr Leute können einem sagen, ja, das finden wir toll und dann macht die Laune gleich viel mehr Spaß. Dann hat man echt die Motivation einfach dazu, ja, man bringt ein Video raus, es wird super oft geguckt, die Leute finden es einfach toll und dann denkt man sich, ja geil, nächstes Mal noch ein größeres, noch besser. Ja. Okay, aber oder anders gefragt, du bist Stahlbauer. Ich bin Stahlbetonbauer und vorher war ich Landschaftsgärtner. Okay, Tatsache. Jetzt Stahlbetonbauer, wie ich es mir jetzt vorstelle im Klischee. Ein durchschnittlicher Stahlbetonbauer, wenn der einen Arbeitstag so hinter sich hat, dann ist der platt. Und dann sagt die Freundin vielleicht noch, jetzt bin ich dran. Und da stellt sich mir immer die große Frage, wie kann man dann noch Videos machen? Das ist schon schwer. Also wir haben das Filme machen hauptsächlich fast aufs Wochenende immer verlegt, dass wir uns mal sagen, wir treffen uns immer. Und jetzt so Vlogs und so, ist immer wirklich alles nebenbei oder Meerschweinchenfilme. Je öfter man es macht und je mehr man es auch macht, und wir wollen es ja auch. Wir sagen ja auch immer, hier bei Chan und so, vielleicht mal 2 bis 3 Vlogs pro Woche, Meerschweinchenfilme einmal in der Woche, und dann die Sky und Fail und dann ja, Wochen ins gedreht, oder je nachdem, wie gerade Zeit ist. Und dann mal auch über mehrere Drehtage. Es kann schon mal stressig werden, das ist aber normal. Wir tappen uns auch immer dabei, hier auch Tommy und Adi, wir wohnen ja zusammen. Ja, wir ertappen uns regelmäßig dabei, dass wir am Freitag immer noch bis spät in die Nacht oder bis Samstagmorgens noch schneiden ohne Ende, damit am Samstag dann doch noch ein Film rauskommt. Ja, weil wir uns ja Samstag festgesetzt normalerweise. Samstag ist Apple Watch-Tag. Und das kann schon mal sehr kritisch werden. Aber es klappt ja meistens. Was sagen eure Freundinnen dazu? Die machen alle mit. Die sind ja mit dabei. Okay, ist das der Clou, dass man einfach die Freundin mit reinnimmt? Ja, es hilft, ja, oder? Das kann man so sagen. Und wie viele Leute seid ihr zusammen? 16 jetzt, ja. 16 plus ein Meerschweinchen. Plus ein Meerschweinchen. Ich sehe hier, ich muss das mal kurz zeigen, man muss ja hier nur mal in die Büsche reingreifen. Ah! Nein, du kannst das besser. Na, komm hier hin. Ey, du Packnase. Er will nicht. genau, die Meerschweinchen sind immer dabei. Da ist er ja. Aber wie seid ihr so eine Riesentruppe geworden? War das immer schon so? Nee, oder seid ihr so das Zentrum ist, gewesen? Das ist ja das Faszinierende gewesen. Wir haben damals gesagt, ja, es gibt so viele schlechte, scheiß deutsche Filme. Das können wir besser. Haben dann angefangen, haben erstmal direkt... Verschissen? Volles Rohr. Ja. Volles aber Rohr mit Ansage quasi. Aber eine richtige Ansage. Das heißt, ihr habt euch gesagt, wir sind die Tollsten und ja, und dann habt haben wir erstmal direkt auf die Fresse gelegt. Ja, aber wir haben dann aber auch gemerkt, dass das eigentlich eine ganz gute Nummer, diese Selbstironie dann irgendwie durchzubringen. Und dann haben wir es so durchgezogen. Machen wir auch heute noch, dass wir uns sagen, ja komm, wir sind eh die Schlechtesten und die Dümmsten. Ja, oder so. Zeigen wir es den anderen ruhig. Ja.
Ja, wobei, das ist ja nicht mehr der Fall. Ihr seid ja nicht unbedingt. Nee, wir wissen es ja. Wir wissen das ja auch selbst, dass wir gut sind. Ja. Sonst würden wir auch nicht immer mehr Filme machen. Aber wenn man sich halt nicht selbst ernst nimmt, ist es halt immer schon gut. Und ja. Am Anfang waren wir wirklich nur wir beide. Also wir waren am Anfang wir beide, dass wir das gesagt haben. Und dann damals hat man noch einen anderen Kollegen, der ist dann ja auch weggezogen. Und ansonsten ist das immer mal so ab und zu gewechselt und dann ist das immer mehr geworden. Immer mehr Freunde hinzugekommen. Die haben dann immer mitgemacht. Dann kamen noch drei Fans, die haben in Hagen gewohnt. Hier dieser Master Jam, Shorty und Lost Emperor. Die haben dann mal einfach, haben uns mal getroffen. Dann zack, ja. Mit direkt ins Team. Naja, was heißt direkt? Die haben uns angeschrieben, ja, damals noch auf MyVideo-Zeiten, als wir auf MyVideo noch einen Channel hatten. Und haben dann gesagt, ja ey, geil, ihr könnt auch aus Hagen, können wir mal mitspielen und so. Wir spielen auch alles, was ihr wollt, irgendwie einen Hutständer oder eine Leiche, keine Ahnung. Und dann hat es exakt 2 Jahre gedauert, irgendwie, bis das Treffen dann auch mal zustande gekommen ist. Aber seitdem sind die dabei. Okay. Und das macht es leichter oder schwieriger? Kommt drauf an, was gedreht wird. Also wenn man muss so einen Dreh, aber mit vielen Leuten muss man auch so koordinieren, dass auch wirklich jeder was zu tun hat. Weil sonst langweilt sich da irgendjemand, dann wird irgendwie abgelenkt und so. Also man muss immer gucken, so, dass man die alle so ein bisschen verteilt kriegt. Ja. Okay. Und wer macht das? Ja. Der mit der lautesten Stimme. Meine Freundin unter anderem. Ja. Jenny hier sitzt im Hintergrund. Was sagen denn eure Kollegen am Arbeitsplatz? Wirkt sich das aus auf eure Jobs? Nicht so konzentriert oder kann man da wirklich so eine Trennung machen? Zack, Job. Ich trenne das eiskalt, weil in meinem Büro weiß das niemand. Und das ist auch gut so. Das weiß keiner? Das weiß niemand. Nö. Das ist auch okay so. Das ist auch unglaublich, dass das immer noch keiner weiß. Das hat auch immer noch keiner mitgekriegt. Und wenn die mich irgendwann mal fragen, werde ich dann sagen, ja klar, das ist mein Hobby. Das mache ich halt nach meiner Freizeit, wenn ich von der Arbeit weggehe. Und das ist halt okay. Und da hat sich niemand einzumischen. Und auf der Arbeit ist das halt. Und ich trenne das dann aber auch so. Also ich kümmere mich auf der Arbeit nicht irgendwie großartig um irgendwelche Apple-Sachen oder so. Sondern wenn ich halt von der Arbeit komme, dann fange ich an damit. Das ist dann mein zweiter Arbeitstag beginnt dann. Okay. Und wie ist es bei dir? Ja, komplett andersrum. Das ist kein Scherz. Also ich denke auch irgendwie 24 Stunden am Tag ans Filme machen, so ungefähr. Ich sitze auch auf der Arbeit da, ich habe ein Heft, ich habe ein Handy und stehe dann daneben auf Facebook, Twitter, alles. Ja, immer wenn es gerade geht und alles. Das ist schon manchmal ein bisschen sehr kompliziert, wenn man sich dabei immer erwischt. Und auch wenn ich dann Ideen habe, dann habe ich jetzt genau die Idee. Und ich weiß genau, wenn ich jetzt die Idee für einen Film habe und das nicht sofort aufschreibe, dann ist die Idee wieder weg. Deshalb stehen in meinen Handys ungefähr 150 Ideen für Filme. Und dann hat er mir noch ein Buch geschenkt. Da schreibe ich die ganzen Ideen auch noch rein und alles. Und ich erwische mich dabei, wie ich auch wirklich andauernd danach. Wenn ich auch im Moment rumstehe und sage, ich habe gerade nichts zu tun, dann auch direkt so, ja, wie mache ich den nächsten Film, was plane ich da und alles. Also geht das beim Stahlbauen? Warum geht das beim Stahlbauen? Ja, weil oder ich mich halt auch noch auf bauen. Die Arbeit konzentriere. Ja, aber wie so, geht das? Ist das oder ich pass auf, ich erlebe es ja beim, wenn ich handwerklich arbeite, dann denke ich immer. Ich kann es nicht abschalten, ja, sagen wir es einfach so, ich krieg's nicht hin. Also ich kann es wirklich nicht abschalten. Das ist einfach so. Ab und zu, wenn ich dann mich ernsthaft konzentrieren muss oder so, aber wenn ich jetzt einfach mal so einen Tag habe, wo du dann eine Stunde am Tag mal rumstehst oder da gerade nichts machen musst oder dann immer direkt drüber nachdenken. Oder in den Pausen, dann sitze ich auch mal da und schreibe Drehbücher oder bereite irgendwas vor gedanklich. Und was sagen deine Kollegen? Alle meine Kollegen wissen das. Sogar meine Chefs. Die fragen mich immer, ja, wann hörst du denn endlich hier auf? Nein. Mach das doch mal als Beruf, dann bist du endlich weg. Nein, also natürlich... Im positiven Sinne. Also du verstehst dich mit denen gut. Ja, die wissen das alle. Einige von uns sind auch Fans. Das ist total lustig. Also der Azubi, wir haben einen Azubi, der ist aus den Oststaaten rübergekommen. Okay. Und, der Ossi darf man ja offen sagen. Ja, unser Ossi, das ist eh der Beste. Okay. Der kam halt rüber, der kam halt auf eine Baustelle. Ja, erstes Lehrjahr, der kam halt hin, der sah mich, der wäre fast in den Abgrund gefallen. Das war total klasse. Er dreht sich, was machst du denn hier? Ich arbeite hier. Nein. Ja, direkt Gesprächsthema. Siehst du das denn auch so, dass du denkst, hey, ich muss da... mehr aus diesem Videobereich machen oder denkst du dir, hey, das ist ein super Job, Stahlbetonbauer und ich will das immer weiter so nebenbei machen? Wie ist so eure Einstellung dazu? Wollt ihr irgendwann mal da ganz rein oder lieber den Job als Sicherheit oder was hat, weil wir haben ja eine Zeit des Umbruchs, das geht immer, das wird immer größer, es wird immer mehr. Ich sag mal, spätestens seit letztem Jahr ist YouTube ein Massenmedium geworden. Unglaublich, das ist eine unglaubliche Abrufzahl. Wahnsinn. Ja, das ist echt was abgegangen. Denkt man da oder was geht da euch durch den Kopf? Wir denken wirklich, ja, wenn das irgendwann mal klappt, dass die Möglichkeit besteht, ich bin sofort weg. Aber wenn das alles gesichert ist, also es muss alles gesichert sein. Ich kann jetzt nicht einfach sagen so, ja, ich höre jetzt sofort auf.
Ja, das geht nicht. Es muss immer dahinter sein, dass du sagst, ja, ich habe ein Mindesteinkommen, dass ich leben kann und alles. Aber wenn sich das irgendwo mal breit macht, dass du sagst, ja, ich komme damit gut über die Runden, direkt weg. Ja. Nur noch Filme machen, wäre ein Traum. Okay. Würdest du das auch machen? Ich denke schon, ja. Wenn die Sicherheit da wäre, aber das muss man halt erstmal, darum muss man arbeiten. Also. Deshalb, ich bin auch ab und zu risikobereit. Irgendwo muss man da drin sein, aber auch mein Leben lang auf der Baustelle. Und es ist ja nicht so, dass ich meine Fähigkeiten, die ich in meinem Job jetzt erworben habe, dort nicht gebrauchen könnte. So. Ja. Also allein so diese ganzen kaufmännischen Sachen, die kämen ja unserer Firma zugute. Ja. Ist ja, oder ja, ich baue da mal eben ein Set auf. Ja, hier. Ja, genau, du kannst ein Stahlbeton-Set aufbauen. Genau. Das, du hast gesagt, am Anfang habe ich gesagt, ich brauche mal die Belege. Also du könntest wirklich da für die Firma das auch machen. Ja, ja. Du bist halt Steuerfachangestellter, ja. Wobei, da hat's. Ja, wobei die Unsicherheit geht ja, glaube ich, nie weg. Weil man muss sich ja darauf verlassen, dass das funktioniert. Und man weiß ja nie, ob man immer populär ist oder. Naja, also ich meine, bei ihm wäre das sowieso kein Problem, so kopfmäßig, weil Selbstständigkeit bedeutet halt selbst und ständig arbeiten. Richtig, ne? Habe ich auch schon mal gehört. Da könnte ich mich dann auch endlich drauf einlassen, so, wenn ich von der Arbeit komme. Dann hätte ich halt nur einen Arbeitstag, aber der dauert dann halt 24 Stunden, je nachdem. Das ist halt das Tolle an dem Filmemachen ist, man setzt sich da hin und denkt sich, ja geil, wenn ich das jetzt mache, dann ziehe ich das durch, dann schneidet man dran, dann ist man immer gut gelaunt, finde ich. Also es ist ein Unterschied, ob ich jetzt arbeiten gehe, 8 Stunden oder 9 Stunden, oder vorm Filme sitzen, drehen, schneiden. Das kann ich 8 bis 12 Stunden am Tag machen, das juckt mich überhaupt nicht. Ja, ich empfinde das auch nicht als Arbeit. Ich bin einfach immer denken, es macht einfach Spaß. Ja, und das ist halt, wie gesagt, das ist halt, dieses Hobby könnte zum Beruf werden. Und wenn ein Hobby, das machst du ja, weil es dir Spaß macht. Eben. Ist dann aber, euer bisheriger Beruf ist kein Frust. Nein. Sondern was ist das? Das ist ein Beruf, den ich gerne mache. Sonst hätte ich mir nicht ausgesucht. Ich sag's ja immer, wenn dir der Beruf keinen Spaß macht, hast du einen falschen Beruf. Ganz einfach. Ja, und das, wie gesagt, ich sehe das auch als Erweiterung dieser Fähigkeiten halt. Ich habe dann halt auch Kenntnisse im kaufmännischen Bereich, ne? Für eben halt, sag ich mal, Apple War. Wie gesagt, für mich ist das halt so, ich habe damals Landschaftsgärtner gelernt, das habe ich nicht bereut. Braucht man immer. Ich habe jetzt Stahlbetonbauer gelernt. Wenn das ich hast du auch zusätzlich gelernt? Ich habe 2 Ausbildungen, komplett abgeschlossen. Wow. Ja. Und wenn das irgendwann mal aufhört, jetzt sag, keine Ahnung, dann sagst du, ja, ich habe halt 2 Ausbildungen gemacht. Ja, ich habe da lange genug drin gearbeitet. Das ist aber nicht verschwendete Zeit gewesen. Du hast 2 Ausbildungen und du hast gearbeitet. Das ist ja nicht verschwendet, wenn du jetzt mal Vollzeit-YouTuber werden solltest. Aber das sind ja nicht verschwendete Jahre. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt 10 Jahre arbeitslos war und nichts gemacht habe. Aber wann war die, wo ist noch mal, wo ist jetzt der Gedanke entstanden, hey, das könnte man professionell machen? Und wie stellt ihr euch das dann vor? Also, wir sind nicht irgendwann aufgestanden und dann hast du dir gedacht, so, boah, ich bin jetzt eine Berühmtheit. So, weißt? Dieser Moment ist irgendwie, das ist so ein Gedanke, der schleppt sich irgendwie hinterher. Ja. Ich weiß auch nicht, ich habe es jetzt noch nicht realisiert, wie viele Leute das so gucken. Nicht so richtig, ja. Wenn wir auf Conventions gehen, wir sind ja stark im Anime- und Manga-Bereich tätig. Ja, wenn wir auf Conventions gehen, letztes Jahr Japan-Tag, vorletztes Jahr waren irgendwie, da haben uns 7 Leute erkannt. Ja, letztes Jahr Japan-Tag, da konnten wir uns nicht bewegen. Da war Ende im Gelände. Ja. Wir kamen auf den Japan-Tag, aber Ende. Das war der Tag. Ja. Und dann standen wir da 3 Stunden rum, sind 20 Minuten gegangen, standen wir da 2 Stunden rum. Ende. Das war der Japan-Tag für uns. Ja. Und so sehen mittlerweile alle Convention auf. Wir kommen da hin. Ja, morgen ist die Dokumi. Ja. Und das ist was? Das ist auch eine Anime- und Manga-Convention. Ja. Da kommen wir dann hin. Die 2 Tage sind wir den ganzen Samstag da. Wir gehen jetzt schon früh hin, weil viele Leute wissen, dass wir da sind. Und wir gehen halt jetzt dahin und sagen, dann stellen wir uns erstmal 2 bis 4 Stunden den Fans. Okay. Alles durch, komplett, bis keiner mehr kommt. Und dann drehen wir einen schönen Film darüber. Meatcake TV kommt noch, da freuen wir uns drauf, die machen mit. Und all sowas. Deshalb ist es. Es ist immer so ein Reinwachsen. Es ist ein Reinwachsen. Du wirst nicht wach und denkst dir so, oh ja, geil, jetzt bin ich fetter YouTuber hier und bla. Und das ist damals haben wir immer gesagt, genau, das ist diese Hürde, die wir damals gesagt haben. Wo sich halt in unserem ganzen Kreis sind ja dieser Le Floyd, Al Blali, Ape Crime und da haben wir damals immer gesagt und Lord Abaddon, wir haben immer gesagt so, wenn du mal 100.000 Abonnenten hast, genau. So ab 100.000 Abonnenten bist du in Deutschland groß, dann hast du es geschafft. So, jetzt haben wir 133.000 und denken uns immer noch so, ja, da geht noch. Da geht noch was, ja. Klar. Da geht noch was. Ihr nehmt auch, seit geraumer Zeit habt ihr wahnsinnige Abo-Zuwächse. Also wenn wir jetzt 133.000 sagen, wenn das Video online geht,
könnten es schon 150.000 sein. Ja. Ihr habt einen wahnsinnigen Lauf. Also momentan ist das wirklich ja von 300 bis 800 täglich. Ja. Damals hat man sich noch über 20 oder 40 gefreut. Ich weiß noch, wie wir uns monatelang darüber gefreut haben. So, yeah, wir haben die 40 Abos halt wieder. Ja, pro Tag. Pro Tag 40 Abos. Yeah. Das war absoluter Klasse, ja. Und heute ist das so, es ist unglaublich, wie man noch da reinwächst. Dann denkt man sich so, anderen Tag hat man vielleicht nur 200. Dann denkt man sich, ah, nur 200. Ja, und andere Leute, die wünschten, die hätten das mal. Ja. Das ist immer so unglaublich, krass, ja. Woran liegt das? Was macht euch so populär? Habt ihr irgendwie... Ich weiß nicht, ich habe das mal so festgestellt, dass es irgendwie bei uns so dieser WG-Charme ist, unter anderem auch, der da irgendwie mitwächst. Also die 16 Leute auch. Diese 16 Leute, klar, dieses Team, das so unterschiedlichen Charaktere, ist ja wirklich jeder ist anders da. Es ist ja nicht irgendwie, dass immer zwei was Gleiches machen oder so. Es ist ja echt unterschiedliche Köpfe. Und ich glaube, da können sich viele mit identifizieren, so mit sich und ihrem Freundeskreis vielleicht auch. So. Und ich glaube, das macht unter anderem so ein bisschen was von der Popularität aus. So, dass jeder da irgendwie speziell ist. Das merkt man auch, ja. Man macht dann 16 Leute, ja, macht man ein Video mit 10 und dann schreien andere Leute, ja, wo ist Losty gewesen? Ja, oder wo ist der gewesen? Sobald einer fehlt, dann sind wieder welche, die haben den vermisst irgendwo. Das ist, habt ihr den rausgeschmissen? Ja, so Gerüchte. Bei 16 Leuten ist das dann immer schwer, alle zu verkaufen. Ja, klar. Deshalb haben wir auch, hier, wir sind ja 16 Leute, haben wir uns gedacht, ja, jetzt müssen wir machen, so irgendwie Serien. Wenn man sich alle treffen und dann haben wir angefangen mit diesem Nerds Versus. Ja, je mehr Leute da sind, umso besser wird die Folge. Alles klasse. Oder Final Frustration brauchen wir auch mal viele Leute. Was meint ihr, was ihr macht, wenn ihr mal 60 seid? Dann sind wir im YouTube-Rentnerprogramm. Das gibt's dann mit Sicherheit schon. Oder wenn nicht, dann sind wir die Ersten, die da ins YouTube-Rentnerprogramm kommen. Ich beobachte einfach Dr. Allwissend, dann weiß ich das. Der ist ja jetzt auch schon alt. Nicht so alt, aber der ist älter als wir. Und mal gucken, was der da macht, dann kopieren wir das. Genau, wir kopieren einfach Dr. Allwissend. Seit wann kennt ihr euch eigentlich? Seitdem er nicht beim Zahnarzt war. Ja, genau, seitdem ich nicht beim Zahnarzt war, weil ich mal einen Zahnarzttermin vergessen habe. Irgendwann einen Tag nach der Schule bin ich mit dem Bus nach Hause und dann hat dieser Typ da gesessen mit so einem Final Fantasy Artbook. Und Final Fantasy ist halt so eine Videospielreihe, ne? Kennst du das wahrscheinlich? Und ich da halt so reingeglotzt, weil ich dachte so, oh geil, das ist ja schon cool. Ne? Und er so, ey, willst du mal gucken so? Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und hat mich mitgenommen. Haben wir direkt mit nach Hause genommen und dann hat sich herausgestellt, du dürftest gar nicht in dem Bus sein. Nee, weil ich halt zum Zahnarzt sollte, aber naja, so kann es gehen. Durch solche Zufälle gut für Apple, trifft man dann halt irgendwie Menschen und gründet irgendwelche Firmen. Ja, und wie lang ist das jetzt schon? Wie lang ist das her? Da war ich, glaube ich, 15. Ja, da war Metal Gear Solid 1 gerade draußen, ja? Ja, kurz dann, ja danach. Also, ich denke mal, ich war 15 und du warst, glaube ich, 21 irgendwie in dem Bild. Schon? 21? Ja. Nee, 20? 20? 14, 19? So. Ich glaube sogar, da war ich... 14, 19, glaube ich. Ja. Und als so alt, ich meine, da ist der Altersunterschied, spielt da ja noch eine Rolle. Ja, aber wie gesagt, der ist im Hirn ja klein geblieben. Also, der war so wie so ein 15-Jähriger. Das war nie das Problem. Ich habe erstmal, bei mir ist das so, ich sehe alle erstmal als Freund an, ja. Mit ihm konnte man sich ja von vornherein gut unterhalten. Ist ja nicht so, dass du gedacht hast, das ist jetzt ein kleiner Vollidiot oder so. Deshalb, das war auch der Ausschlaggebende. Und was ist so die Basis eurer Freundschaft? Wir haben halt über Games die ganze Zeit gelabert und halt ständig auch Games gezockt. Auch Sachen, die ich vielleicht in dem Zeitpunkt noch nicht hätte spielen sollen. Schaden. Ja, was soll's. Ja. Habe ich da zu Hause auch. Also, ob ich das jetzt mit einem Freund spiele. Ja, wir damals, wo wir gesagt haben, ja, Final Fantasy war die Grundlage, waren halt echt Spiele. Ja, ja genau. Final damals war es echt alles Spiele. Alles Spiele. Haben wir irgendwann mal gesagt, hier. Ich habe keinen Bock, Metal Gear zu spielen, aber ich will die Story sehen, hier spiel mir das vor. Und ab der Hälfte des Spiels habe ich den Controller aus der Hand gerissen. Ja, genau, weil er immer gesagt hat, ich spiele sowas nicht, das hat keine Zwischensequenzen und so, bla, scheiße aus. Ich sage, hey, komm, spiel das mal. Und, ja, hat funktioniert. Ja, und wann knallt es mal zwischen euch? Permanent. Permanent. Also wer zuerst die Waffe in die Hand kriegt. Nein, dumme Sprüche kommen halt die ganze Zeit, aber da leben wir halt mit. Das ist, das ist bei uns im komplett Apple War und so ist eigentlich das freundlichste Wort. Pissflitsche, Nulpe, Müffelstück. Ja, wir sagen nicht Hi du, wir sagen Hi Arschloch. Ja, na Bitch, alles klar. Ja, es ist einfach. Bei uns knallt es eigentlich nicht. Also wir beide haben uns noch nie gestritten, glaube ich. Also, so richtig. Nee, nicht so richtig. Nee. Das muss auch bitte nicht kommen. Nee, besser nicht. Nee. Muss ich nicht haben, glaube ich. Weil dann stirbt einer. Ich glaube auch. Wenn das irgendwann mal passiert, dann... Wir haben Waffen. Die liegen alle bei mir. Was ist aber... Ich meine, ihr seid ja ein riesen Freundeskreis. Und viele Leute heute sind alleine, haben vielleicht eine Freundin maximal. Ja. Aber was ist wichtig, um gute Freunde zu haben?
Ist das Videomachen so eine Basis? Es oder? Ist tatsächlich irgendwo eine Basis. So. Auch, es, ja. Es bildet halt irgendwie, ich meine, jeder hat von denen aus unserer Gruppe halt irgendwie Bock, irgendwas zu kreieren, zu machen, sich irgendwie auszuleben, so, ja. Da werden auch mal geile Effekte drüber gelegt und Musik und so und sieht ja auch nett, ist auch nett anzusehen einfach dann, ne, ja. Wenn du bei sowas ja. mitgemacht hast. Und ich glaube, ja. das ist einfach irgendwie... Ja. Und man macht was zusammen, ja, man macht was zusammen, es kommt was raus. Wir sind auch an der frischen Luft meistens, wenn wir nicht gerade irgendwie bei Charlie in der Bude hängen, so. Dann, ja. Das ist schon ein Unterschied. Also besser als zusammen saufen gehen. Ja, oder kiffen oder was, was sonst irgendwie Jugendliche also, so machen. Wenn das nächste 50.000 Abo saufen kommt, ja, dann gehen wir wieder in die Cocktail. Ja, aber das ist ja was anderes. Das ist ja, das ist ja nicht, um jetzt die Langeweile zu bekämpfen, gehen wir ja jetzt nicht Kampfsaufen, sondern wir machen halt irgendwie, ja, wir gehen mal was saufen, wenn dann irgendwie 200.000 Abos, geil, saufen. Aber sonst, weiß nicht. Also, no drugs. Ja. No drugs? No drugs. So. Okay, ich rauche, echt? Aber noch nie in meinem ganzen Leben. Echt? Nee. Naturstone. Ich habe auch so gute Laune, ich brauche das alles nicht. Woher kommt die? Nein, einfach. Mega gute Laune. Ich denke mir immer, warum sollte ich schlechte Laune haben? Wenn ich gute Laune habe, macht es viel mehr Spaß. Ist einfach so. Ich weiß nicht, ich habe immer gute Laune, weil mir das schlechte Laune haben nichts nützt. Und das geht dir nicht tierisch auf den Sack? Wieso? Ich habe doch auch eigentlich meistens gute Laune. Echt? Ja. Also es ist ja, wie gesagt, wir machen halt in unserer Freizeit das, was uns am meisten Spaß macht. Ja. Und das ist irgendwie... Mann, nicht erfüllt. Dann hoffe ich, dass ihr noch viele, viele Jahre sehr erfüllt seid. Ja, das war gut. Dir auch als gutes Wort. Genau. Danke. Ich hoffe, ihr habt eine Menge Spaß gehabt beim Talk hier mit Applebaum Pictures und habt eine Menge Interessantes erfahren. Das werdet ihr auch erfahren, wenn ihr auf Bülent Ceylan hier klickt. Der erzählt nämlich, ich war verzweifelt, als seine Karriere nicht so richtig losging. Und spannend auch der Talk mit YTT, die nämlich ihr großes Geheimnis verraten werden im Talk. Also, wenn ihr das erfahren wollt, klickt darauf. Ansonsten, bis dann, bleibt dran.